Jo Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin euer KDG Chris und heute kommen wir wieder zu einem neuen Was wäre wenn? Stellen wir uns mal vor, das nächste Battlefield 2021 aka Battlefield 6 würde ein Vietnam-Setting mit sich bringen. Wie viel Content würden wir bekommen und was für Content, das besprechen wir mal in diesem Video. Wir erinnern uns zurück und zwar an die Zeiten, wo Battlefield Bad Company 2 rauskam und zwar da spielte ja im Modern Warfare Setting Ära und dann kam ein zusätzliches Add-on raus. Und zwar Bad Company 2 Vietnam. Dieses Add-on beinhaltete nicht viel Content bezüglich Karten und Waffen und viele Karten, die wir aus dem Vorgänger Bad Company 2 kannten, gibt es nun in Vietnam logischerweise nicht mehr, weil diese ganzen modernen Waffen ja damals noch nicht gab. Somit gab es aber auf jeden Fall genug Waffen und auch zusätzlich auch mal neue Karten, was ziemlich cool war und ich fand dieses Add-on eigentlich extrem lustig und spannend zu spielen. Klar ist die Frage berechtigt, was wäre, wenn wirklich Battlefield 6 ein Vietnam Shooter sein würde, was wäre das mit dem neuen Content, weil so viele Schauplätze gab es in Vietnam nun nicht und das würde wahrscheinlich ein sehr großes Problem sein, da gebe ich euch recht, aber trotzdem dürfen wir nicht vergessen, dass es bereits vor dem Add-on von Bad Company 2 Vietnam ein Haupt-Battlefield-Teil gab, wo sich auf Vietnam konzentriert hat und zwar Battlefield Vietnam und dieses Battlefield kam mit dem Setting auch vollkommen in Ordnung zurecht und warum sollte das jetzt nicht wieder klappen? Acker-Maps, Strand-Maps, Wald-Maps und vieles mehr gab es auf jeden Fall zu diesem Setting und ich finde, es ist eigentlich auch ein ziemlich cooles Setting, weil wir das halt nicht so oft hatten. An Fahrzeuge gäbe es Panzer, Helikopter, Artilleriefahrzeuge, Geschütze wie Packgeschütze, die man auch aus dem Zweiten Weltkrieg kannte, ebenfalls Kleinfahrzeuge und viele anderen Waffen, wie zum Beispiel auch der Flammenwerfer, was ich extrem cool finde, könnte alles in diesem Setting verfügbar sein. Nicht nur der Content könnte gut sein, sondern auch die Atmosphäre von dem Spiel. Man kennt ja natürlich Vietnam mit so Wäldern, man hört im Hintergrund Musik laufen und die ganzen Soldaten-Outfits auf einmal kommt um die Ecke ein Panzer und macht einen Flammenwerfer alles nieder. Ziemlich cool. Also meiner Meinung nach könnte man Battlefield Vietnam auf jeden Fall eine Chance geben. Wenn dann nicht als Volltitel, dann wenigstens als Add-on vielleicht für Battlefield 6. Kommen wir nochmal kurz vielleicht zu einer Story-Kampagne. Wir wissen ja noch nicht immer noch 100%, ob Battlefield 6 mit einer Story-Kampagne kommt oder ob das nur auf den Multiplayer sich beschränken wird. Leaks weisen darauf hin, dass es War Stories gibt, aber da wissen wir halt wie gesagt noch nicht hundertprozentig Bescheid. Wenn wir uns den neuen Call of Duty Ableger angucken, Cold War, gab es dort eine Vietnam-Kampagnen-Szene und die seht ihr jetzt bereits im Hintergrund. Ihr seht, wie die Grafik jetzt momentan schon aussieht und ein Vietnam-Shooter mit der neuen Frostbite Engine von Battlefield 6 könnte auf jeden Fall sehr großartig aussehen und könnte sich auch sehr gut spielen. Die Kampagne-Abschnitt, wo Vietnam gezeigt wurde, ist auch ziemlich cool und man könnte daraus auf jeden Fall sehr viel machen. Wie gesagt, es hat auf jeden Fall Potenzial. Meiner Meinung nach könnte das dem Battlefield-Franchise echt ein bisschen gut tun, mal ein neues Setting reinzubringen, mal was anderes und ansonsten, wenn nicht, dann halt nur als Add-on. Lasst mich das gerne wissen in den Kommentaren, was ihr zu dem Thema meint. Denkt ihr, Battlefield Vietnam sollte das nächste Battlefield werden oder sagt ihr doch eher, es sollte lieber ein Add-on bleiben? Lasst mich das gerne wissen. Ansonsten checkt beim Auto noch links die Videos ab, die ihr vielleicht noch nicht gesehen habt und ansonsten, wenn du neu bist, lasst doch hier jetzt einen kostenlosen Abo da. Das supportet mich extrem und mich freut das extrem und ansonsten haut rein. Ciao. Well, everybody's heard about the bird.